So, also ganz schnell den Raum hier durchsuchen und danach denke ich mal, dass hier und da auch noch Geheimräume sind, was echt knapp werden wird. Also, du trinkst jetzt den starken Zaubertrank. Und Myrrhe muss auch noch was trinken, hat sie aber nicht mehr. Und Yallen auf jeden Fall auch. Da gehen jetzt erstmal ganz viele Zaubertränke drauf. Was haben wir hier noch? Ein Expurgicum. Noch ein starker und da ist auch noch ein starker. Der starke geht an Yallen. Jetzt haben wir nur noch einen starken. Den würde ich auch ganz gerne auf Talana lassen, falls sie mal sehr schnell sehr viel Schaden machen muss. So, die Flasche kann weg. Die kann auch weg. Die kann auch weg. So, wir haben noch die Muttränke, die bringen immer nicht viel. Wir haben Gegengifte. Aber wir haben hier keine Statusmitteilung, dass unsere Helden vergiftet sind, wegen dem Raum. Also ich denke, es wird einfach nur Flächenschaden sein. Durch Feuer oder Wolken oder was weiß ich. Und keine eigentliche Vergiftung. Also, ganz schnell langsam den Raum erkunden. Schnell langsam, damit ich nicht verpasse. So, jetzt. Oh, das geht ganz schön schnell. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Boah, es geht viel zu schnell. Es geht viel, viel, viel zu schnell. Wirselkräuter. Also wir haben noch 5 Wirselkräuter, wir haben noch jede Menge Heiltränke. Aber trotzdem, wenn es in dem Tempo weitergeht, haben wir echt bald ein Problem. Das heißt, Talana wird uns. Nein, ah, das war der Falsche. Talana wird uns eventuell wirklich hier raus teleportieren müssen. Und das geht, glaube ich, auch nur innerhalb einer Etage. Also sie kann uns nicht von hier aus nach ganz raus teleportieren. So, und Gerogon nimmt einen normalen Heiltrank. Und nimmt gleich noch einen Heiltrank. Tirik ist voll. Yallen ist angeschlagen, aber das geht. So. Zurück. Also, da war kein Raum. Da hatten wir schon geguckt. Also, nächste Nische. Nein. Nein. Okay. Süden. Dann können wir uns hier hin bewegen, um dann zurück zu teleportiert zu werden, richtig? Oh, Murre muss gleich was essen. Oder trinken. So, Westen. Da ist die Treppe nach oben. Gut. Ich hoffe mal einfach, dass wir jetzt hier sicher sind. Nein, sind wir nicht. Jetzt müssen wir durch dieses doofe. Nee, das mache ich nicht. Zauber, Talana, Bewegung, Transversales. Dahin. Das war, glaube ich, der Hochgang. So, hier hoch. Da durch, da raus. Ja, wir wollen zurück in die Berge. Das Problem an der Sache ist, wir werden da nochmal runter müssen. Wir haben das Kartenstück gar nicht gefunden. Und den ganzen Dasputa-Schatz haben wir auch nicht gefunden. Wie machen wir das? Also wir können uns jetzt eindecken mit Wirselkräutern und Heiltränken und was weiß ich. Aber da wird all unser Geld für drauf gehen. Na gut, hilft nichts. Wir sollten erstmal jetzt aussortieren. Also das Kettenhemd war nicht magisch. Ich gehe davon aus, dass das zweite Kettenhemd auch nicht magisch ist. Heißt, das geben wir jetzt einfach mal Gerogon. Ist auch schon mal wieder ein bisschen ausgerüstet. Das kann weg. Was ist das für ein Schlüssel? Ist auch schon wieder zu lange her. Na gut, die Flasche kann auch noch weg. So, wo ist der zweite Kuchen? Da ist einer.
Gewicht ist schon wieder zu eng bei ihr. Da ist der zweite. Die haben wir noch nicht überprüft, aber da es auch wieder zwei sind, denke ich mal, es wird ein ganz normaler sein. Ist ein Kuhhammer jetzt besser als ein Langschwert? Bin ich mir nicht sicher. Aber da sie nicht magisch sind, werden wir das eh irgendwann ersetzen müssen. Dies ist ein Kuhhammer. Na gut, kriegt erstmal Geogon. Einen davon können wir verkaufen, den anderen erstmal einen Rückhalt lassen, bis wir das rausbekommen. Ja, Bogen wieder in die Hand. Wir müssen auf jeden Fall Pfeile kaufen. Wir müssen ganz viele Wirselkräuter kaufen und einbeeren. Und dann müssen wir eventuell, bevor wir jetzt in die Ruine zurückkehren, was ja recht schmerzhaft werden wird, vorher noch weiter in das Pota ein wenig plündern, um halt die Dukaten zusammen zu bekommen, um die Heilkräuter zu kaufen. Ja. So. Du hast einen Bogen schon in der Hand. Das Bogen auch in der Hand. So, gab es hier... Nein, hier gab es gar nichts. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Also unten ist das Pota. Hier gab es, glaube ich, einen Waffenhändler. Oder da ganz oben. Ja, ganz oben ist zu weit, also nach Süden. Und ich sollte mir das echt merken, wo die sind. Also nach das Pote, aber da huschen wir nur ganz schnell durch. Und Essen wird wieder ein Problem. Das heißt... Oh, und Talana läuft vor, ist auch nicht gut. Gerugon, Tirik und Gwendolyn halten Wache. Mürrim versucht, was zu essen zu finden. Und findet sie auch. Sehr schön. Wenn auch nicht besonders viel. So. Mürrim nach vorne. Kräuter suchen. Jallen, um eventuell ein paar Wirselkräuter zu sparen. 4 Einbeeren. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und schlafen. Weiterreisen nach das Pota. Hier, wie gesagt, nicht großartig irgendwo reingehen, niemanden schief ansehen, einfach nur durch. Bis nach Warnheim. Da machen wir mal einen Gewaltmarsch, um noch zeitig anzukommen. Die Jäger grüßen wir nur und Orks. Super. Aber gegen die haben wir vor kurzem ja schon mal gekämpft. Also fast genau an der gleichen Stelle gegen genau die gleiche Anzahl. Das dürften wir hinkriegen, wenn Talana nicht total falsch steht. Da breche ich den Kampf mal kurz ab. Du gehst mal dahin. Kannst du noch schießen? Ja. Noch keine Waffe gewechselt, sehr schön. Bitte gib mir Talana, ich würde sie gerne wegbewegen. Du dahin. Gar nicht gut. Aber einkesseln können sie nicht. Dazu sind zu wenig Orks. So, du läufst ganz, ganz schnell dahin. Du machst einen Schritt zurück. Hast du deinen Bogen noch in der Hand? Ja, hast du. So, der könnte schon fliehen, wollte ich gerade sagen. Tut er aber nicht. Du stellst dich mal da mitten rein. Dass die hoffentlich alle so stehen bleiben, wie sie sind. Dann können die Elfen mich nach und nach da schön reinschießen. So, du schießt da drauf. Erster Tod, so muss das sein. Du läufst weiter weg und dann können wir auch gleich den Computerkampf wieder anmachen. So, Computerkampf, keine Magie. Prügelt sie nieder. Das dürften jetzt auch wieder ein paar Schwerter sein. Hier können wir auch wieder verkaufen, um Heilkräuter zu holen. Ja, das ist recht ärgerlich. Also ich weiß nicht, ob ich mich richtig entschieden habe. Vielleicht hätten wir, nachdem wir die Fiole da umgeschmissen haben, noch ein wenig mehr erforschen sollen da. Aber es war mir einfach zu riskant. Der Schaden kam so schnell. Und gar keine Waffen dabei? Das ist ja mal ein wenig enttäuschend. Aber na gut, können wir nichts dran ändern.
Wir haben hier drei Geschäfte. Also, südlich von Daspota in Warnheim sind drei Geschäfte. Nur so für später. Aber jetzt ist es ein wenig spät. Also gehen wir nicht in eine Taverne, sondern in ein Gasthaus. Genau, hier essen wir erstmal ordentlich. Holen uns eine Suite. Und essen, nein, nicht unsere Tonnes. Essen unsere Tanelen. Also primär die Magier, Talana und Yallen. So. Und Talana könnte meditieren, aber sie ist zu angeschlagen. Das lassen wir lieber. Ja, das sieht doch gut aus. Schöne Sache. Also, Händler. Drückt die Daumen, dass die richtigen sind. Krämerin. Ach ne, wir hatten schon mal ein Dorf, wo es drei Händler gab und das waren zwei Händler, also zwei Krämer und ein Kräuterhändler. Bitte lass es nicht dieses Dorf gewesen sein. Ah, Ferunia von Olport, sehr schön. Hallo. Schleimen wir uns weiter ein. Und verkaufen erstmal. Und zwar, was haben wir so Schönes? Wir haben bei ihr nichts. Bei ihr auch nichts. Er hat jetzt zwei von den Kunchommern, aber die sind nur 57 Silberlinge wert. Ich denke nicht, dass sie dadurch besser sind als das Langschwert. Also kommen beide weg. So, haben wir schon mal 10 Dukaten. Du hast deine Orknase und deine zweite Orknase. Aber der Waffenrock kann weg. Wo ist deine zweite Rüstung? Oder deine alte Rüstung? Hat jemand anders bekommen? Gwendolyn vielleicht? Ha. Talana? Ah ja, hier, der Lederharnisch. Kann also auch weg. So, 20 Dukaten. Da versuchen wir doch mal 40. Und Gwendolyn feilscht. Hat geklappt, sehr schön. Kaufen. Pfeile. Nehmen wir erstmal 40. Denn mehr ist auch immer gleich mehr Gewicht. Komischerweise wiegen die Pfeile ja recht viel. So, 2 Dukaten. Testen wir mal ganz kurz. Sie hat jetzt 1083. Ja, das sind 200 Unzen. Nur an Pfeilen. Also du kriegst jetzt 24. Und du kriegst die restlichen 25. So, überladen ist keiner. Aber hoffentlich bald mit Schätzen. Aber um genug Schätze mitzunehmen, sollten wir auch Platz haben. Also, wir haben hier Dokumente, die sind wichtig und wiegen auch nicht viel. Wir haben Heiltränke, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben eine Flöte. Wir haben zwei Flöten. Flöte kann also weg. Wir haben Tiriks Werkzeug. Wir haben ein Amulett, das haben wir, glaube ich, schon mal überprüft, ob es magisch ist. Und es war nicht magisch. Kann also auch weg. Amulett, Flöte. Okay, gehen wir weiter. Das Werkzeug. Ist sehr schwer, aber es gibt immer wieder Situationen, in denen man die braucht. Also um sich anzuseilen oder um die Decke einzureißen und dergleichen. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn sie schwer sind. Der Schlüssel. Ich weiß nicht mehr, wofür er da ist. Deswegen werfen wir ihn lieber nicht weg. Proviant bräuchten wir auch neu. Die Kristallkugel. Die hilft beim Gefahrensinn. Sollte also eigentlich Gwendolyn bekommen oder Tirik. Auch wenn es unpraktisch ist, im Kampf dann immer zu wechseln. Was haben wir noch? Den Ring haben wir schon verkauft, den blauen, ne? Ja, der ist schon weg. Du kannst erstmal wieder deinen Bogen in die Hand nehmen. Die Harfe. Wir brauchen weder die Harfe noch die Flöte eigentlich. Aber ich habe es halt ganz gerne dabei, weil es für mich Sinn macht, dass die Elfen sowas dabei haben. Und deswegen bleiben die auch erstmal. Proviant brauchen wir noch. Seil brauchen wir, ja. Nee, wirklich viel mehr aussortieren können wir da nicht. Also, Myrren. Ah, doch, den Spiegel können wir noch. Aber das will er hier alles gar nicht haben. Dazu müssen wir zurück zum Krämer. Gucken wir aber erstmal, ob der obere Händler vielleicht ein Kräuterhändler ist. Ja, sehr schön. Hallo. So, kaufen. Zaubertränke für 12 Dukaten, Heiltränke für 12 Dukaten,
Wirselkräuter für 8 Dukaten. Die sind hier ein bisschen teurer. Und die 4 Blätter kosten nur 8 Silberlinge. Und sie heilen 1 bis 6 Lebenspunkte. Ein Wirselkraut heilt immer 10. Das heißt, wir haben hier für 8 Dukaten 10 Trefferpunkte. Hier haben wir, wenn wir 10 Stück kaufen, also 8 Dukaten ebenfalls, 10 bis 60 Trefferpunkte. Das heißt, es lohnt sich eigentlich wesentlich mehr, die Einbeeren zu kaufen, aber es dauert halt, die alle zu essen nacheinander. Nehmen wir trotzdem jetzt, es wird sich viel anhören, 60 Stück. So, 48 Dukaten. Zaubertränke. Wir brauchen die Zaubertränke, um uns schnell unten im Dungeon zu bewegen. Da wird Talana ihr Transversales recht häufig anwenden müssen und es wird sehr häufig daneben gehen. Also braucht sie ein paar von den Zaubertränken. Die Gruppe kann keine Gegenstände mehr mitnehmen. Das ist ja super. Okay, also erstmal die Einbeeren. Da versuchen wir gleich 50. Gwendolyn legt noch was drauf. 40. Gwendolyn legt noch was drauf. Das ist ja besser. 30. Gwendolyn. Na gut. So. 60 Einbeeren. Und warum haben wir keinen Platz für einen Zaubertrank? Wir haben überall Platz. Wir haben sogar überall auch Gewicht über. Kaufen. Zaubertrank. Ah, jetzt geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 120 Dukaten. Das fällt gar nicht mal so stark ins Gewicht. Oh, ach so, Zaubertränke, ja. Hier haben wir noch Gifte, brauchen wir aber nicht. Damit werden wir also mit der Astralenergie, glaube ich, abgedeckt. Mit den Einbeeren können wir uns einigermaßen hochheilen. 60 Stück. Das sind 60 bis 360 Lebensenergie, die wir heilen können. Aber ich schätze mal, so grob über den Daumen gepeilt sind das 8 bis 10 Trefferpunkte, die jedes Mal, wenn wir Schaden bekommen, reinkommen. Sagen wir mal 10. Auf 6 Helden sind das auch 60 Trefferpunkte. Das heißt, die Einbeeren, die wir gekauft haben, reichen gerade mal, wenn es schlimm läuft, also wenn es richtig, richtig schlimm läuft, für eine Runde. Das ist nicht viel. Also kaufen wir noch Wirselkräuter. Die kosten 8 Dukaten ein Stück. 20. Oh, das tut weh. Das tut weh. Aber es muss sein. So. Wir probieren diesmal nur 40. Vielleicht haben wir sogar mehr Glück. Legt noch was drauf. Ah, die Händlerin oder der Händler ist echt übel hier. Gwendolyn, legt noch was drauf. 25. Gut, sollte das Zeug haben. Boah, 210 Dukaten. So. Zaubertrank. Du legst die Flöte mal weg. Gerugon soll keine Zaubertränke haben. Jallen sollte eigentlich Platz haben für neue Kräuter. Das heißt, die 4 Einbeeren können mal zu den restlichen. So. Na gut, jetzt müssen wir gleich noch zum Krämer. Aber vorher speichern wir mal kurz ab. So. Hier. Travia-Tempel, da haben wir schon zweimal gespendet, das muss reichen. Außerdem brauchen wir Geld für Heil- und Astralsachen. Speichern wir ab, 45, und sehen uns gleich wieder bei unserer Shopping-Tour. Und dann müssen wir gucken, ob wir erst nach das Pota gehen oder gleich zurück zur Ruine. Also bis dann.